Mein geheimer Blick hier, solange noch nichts los ist. Ja, wer kommt denn da? Ma, siehst du gut aus. Danke. Jetzt bist du 21. Nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Geile Klamotte hier. Dankeschön, auch neu gekauft. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer das ist. Gell? Ich bin sein Esquire-Girl. Genau. Gebucht für den Tag. Gemietet. Wer ist das hier? Von außen her sieht was. Meinst du? Naja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. The back lounge is for the naughty boys. Okay. You must go to the naughty boys. Und lassen die Leute in ihrem Glauben, in dem sie gerade sind. Genau. Ich sag schon mal Hallo zu einem neuen Video. Das hier ist Punkt, Punkt, Punkt. Und wir fahren nach Wien und besuchen eine gute Freundin von uns. Eigentlich schon so eine kleine Art. Und Schwester von mir, kann man sagen. Ne? Seid gespannt und freut euch auf das Video. Wir sind jetzt 2 Stunden lang mit dem wunderschönen ML63 AMG hier nach Wien gefahren. Wir kommen gerade von der Autobahn runter und wir fahren in welches Hotel? Weißt du schon? Ich fahre mit ihr in ein Hotel. Residenz irgendwas? Genau, Renaissance Hotel. Ah, Renaissance. Renaissance Hotel Wien. Und ja, so wie vorhin. Weitere Infos folgen. Um vielleicht auch ganz kurz auf dieses Fahrzeug einzugehen. Das ist ein ML63 AMG. Den haben wir vor circa 2 Wochen angekauft. Und danke nochmal, Sabi, für dieses tolle Händler-Kollegengeschäft. Fahrzeug hat schon sage und schreibe. Moment, ich zeige euch das. Hier Reise. Okay, dann gehe ich hier runter. 247.000 Kilometer runter. Aber performt noch wie eine 1. Ist eigentlich jetzt über die Autobahn hier die 200 Kilometer traumhaft gefahren, ne? Ja. Traumhaft. Und wir genießen natürlich jetzt noch die restliche Fahrt bis zum Hotel. Und dann geht's, wie vorhin schon erwähnt, weiter. Weiter. Vienna, wir kommen. Vienna calling. Whoa. Nach 400 Metern rechts halten und weiter auf Schönbrunner Schlossstraße B1. Wir sind da. Parkgarage für Hotelgäste. Renaissance Hotel, das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Ich muss schon gestehen, die Fahrt hier in dem schönen AMG, die war natürlich hervorragend. Und kümmern uns mal um diese Dame. Mercedes. Mercedes. Und dann Mercedes. Mercedes. Mercedes V8 Biturbo. Aber darum geht's heute nicht. Und wir verraten immer noch nicht, wer sie ist. Und wir verraten immer noch nicht, um was es geht. Also seid weiterhin gespannt. Gespannt. Entspannt. Wir, ja. Genau. Aber ihr könnt schon mal einen Daumen hoch da lassen und ja, sonst irgendwas? Kommentieren. Ja. Na, ich sag's euch, wie es ist. Das ist meine neue Freundin. Gell? Ich bin sein Esquire-Girl. Genau. Gebucht für den Tag. Gemietet. Schaut auch ganz schön ansprechend aus. Aber hier, schau mal, Hotel. Aha. Da geht's zum Hotel. Oh, es wird immer besser. Wir sind in der Lobby. Aha. Ich würde sagen, das sieht schon mal ganz einladend aus. Setzen wir uns gemütlich erstmal an die Bar und dann warten wir mal ab, wie es im Video weitergeht. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Jetzt haben wir 2:05. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Bitte 2 Sodawasser mit einem Fitzelchen Zitrone. Gell? Hallo. Hey, Robert. Alright, I'm fine. Good show to your boy. How are you doing? Stuart, I'm fine. How's FM4 working so far? Look at this. You know this girl? Hello. How are you? Very good. How are you? Excellent. Hello. Look at this. Look at this. Yeah. Hi, I'm Stuart. Look at this.
Na, what you say? What you say? Unbelievable. The development? Unbelievable. Huh? That's your daughter. That's my daughter. Wow. Now the secret is clear. Okay. Now the secret is clear. That's my daughter. Because everybody's thinking that's my, you know. Oh, yeah. Yeah. This is the bus. This is the bus. Alfredo. Alfredo, mal schauen, wo uns der Bus hier hinbringt. Mal schauen, wo uns der Bus hier hinbringt. Immer noch Auto-Content. Nee, Bus-Content. The back lounge is for the naughty boys. I will be here. Okay. You must go to the naughty boys. Also, ich verrate euch schon mal ein bisschen was. Wir haben hier eine Minibar. Wir sind hier in einem Tourbus und da hinten sitzt eine Band. Eine Band von, das verrate ich euch später. We are at the West Bahnhof, correct? Yes. And your name is Linda. Ich will es doch nicht sagen. Komm, ich kann es schon sagen. Wo sind wir hier? Das ist die? Bonnie Tyler Show in der Wiener Stadthalle. And this is the manager of Bonnie Tyler. And this is nobody. This is nobody. What about that? I'm nobody. No, you're not nobody. I'm not nobody. You're somebody. I am somebody. Yeah. Who this are is you? A better expression. I don't know. Tell me. My dad. Okay, her dad. So we are backstage area of Bonnie Tyler concert tonight here in Vienna. Here in Vienna. Way to the stage. Way to the stage. Stage Bühne. Da kannst du auch mal reingucken. Schauen wir mal. Da-dam. Da-dam, da-dam. Mal einen geheimen Blick hier, solange noch nichts los ist. Ach so, jetzt habt ihr die Auflösung, wenn ihr das vorher noch nicht begriffen habt. Und das hier ist ganz wichtig, Linda. Catering heißt so viel wie Fressi. Gell? Ja. Komm, geh mal. So sieht die Stadthalle aus, wenn sie leer ist und wenn man auf der Bühne ist. Das hier ist Matt, der Guitar Player, Alex am Schlagzeug und wir beide in der leeren Stadthalle. Das ist natürlich der Soundcheck, liebe Leute. Soundcheck. Komm, ich zeig dir mal, wie der Volker hier das abmischt alles. Und nachher die Stimme von Bonnie in Perfektion klingt. Geh mal hier hinter, jetzt sag mal Volker mal Hallo. Jetzt kann der Volker dir mal erklären, was er da macht. Schau. Ich mach nur Quatsch die ganze Zeit. Genau. Aber es ist kaputt, guck mal, wenn ich was ändere, geht's immer wieder zurück. Das ist normal, weil das sind elektronische Fader. Ja, einfach kaputt. Ich wollte immer leiser machen und dann... Ist ja kaputt, ne? Ich kann es gar nicht zaubern heute. Auf welchem Regler hast du die Stimme von der Bonnie? Das ist unterschiedlich, wo ich hier haben will. Jederzeit. Hier zum Beispiel sein. Sehr schön. Wo hast du einen Bass? Ed? Okay. Ja. Wo hast du Matt, den Gitarrist? Okay. Wo ist das Keyboard? Da. Ja, du kennst dich aus. Sehr schön. Solltest du auch für heute Abend. Ne? Und, interessant? Voll, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ein Lautsprecher vor sich liegen, das nennt man Bühnenmonitor. Ja. Und da können die sich selber oder was auch immer sie sich wünschen. Dann mache ich für jeden seinen eigenen Mix, dass sich jeder wohlfühlt. Sag mal, warum findest du das, was ich dir erzähle? Sag mal, warum findest du das, was ich dir erzähle? Sag mal, warum findest du das, was ich dir erzähle? Weil ich das mal filmen muss, unbedingt. Unbedingt. Dass ich dich abends anschauen kann, lieber Volker. Das kannst du gerne machen. Also nochmal, du bist verantwortlich für jeden einzelnen Künstler, ja, damit das, was da vorne aus den Boxen rauskommt, für die Leute, die da sitzen später. Hat mit den Leuten, die da sitzen, gar nichts zu tun. Ich bin nur der Babysitter und der für die Künstler auf der Bühne. Ich mache nur den Bühnensound, nur für Bonnies. Ah, ja, das heißt, ja, ich verstehe. Und da hat die ihren eigenen Mix, da kann ich hier auf der Bühne... Kann das heißt, du machst die Monitore... Du steuerst die Monitore und so weiter, dass die auf der Bühne ihr Zeug richtig hören. Und wer macht den Sound von draußen dann? Spike. Da hinten oben in der Mitte. Ah, die sitzen da hinten genau. Oben in der Mitte. Der hat sich da hingesetzt, da muss ja auch hören, dass ja, okay, jetzt ist mir alles klar. Hier ausschließlich. Gut. Ich habe hier meinen Kindergarten und muss mich um den kümmern. Sehr schön. Toll. Ja,
um es jetzt rauszulassen, ich habe meine Tochter Linda heute mitgenommen, um ein Konzert von meiner guten Freundin, eigentlich schon schwesterlich kann man das nennen, Bonnie Tyler alias Gaynor Sullivan, mal so richtig Backstage mitzuerleben. Und viele von euch wissen ja, dass ich selber früher sehr, sehr lange in der Musikindustrie tätig war und ich habe auch bei einem Bonnie Tyler Album mal sehr intensiv mitgewirkt, bei dem Album Rocks and Honey, habe auch verschiedene Lizenzdeals gemacht und so bin ich in den Geschmack gekommen, mit Bonnie Tyler und Band so warm und so innig vereint zu sein. So, jetzt gehen wir weiter, gucken uns mal noch ein paar andere Sachen an und dann viel Spaß später, wenn es richtig losgeht. Hier mal die Keyboard Station, dass ihr mal seht, wie das aufgebaut ist. Da wird noch richtig live gespielt. Hier haben wir die ganze Schlagzeuganlage von Alex. Alles führt eben darüber zu Volker. Der bedient hier die Band, dass alles sauber funktioniert. Das habt ihr ja gerade vorhin gehört. Und eben hier hinten oben, dieser kleine Punkt hier oben, da sitzen die Tonleute, aber da gehen wir jetzt auch nochmal hoch. Linda, was hältst du davon? Gehen wir mal hoch und schauen uns mal da oben die Mixing-Geschichte an. So, hier haben wir vermutlich den Sound, der da unten fürs Publikum rauskommt. Weil der Volker hat uns ja gerade erklärt, er macht unten alles für die Band und du machst hier alles fürs Publikum. Und du bist der? Kuno. Und du bist gelernter Tontechniker? Ja. Das heißt, du bist jede Woche unterwegs mit irgendwelchen Bands? Sozusagen. Und du bist hier in der Stadthalle öfters in Wien? Nee. Oder speziell mit der Bonnie Tyler Band auch unterwegs? Mit der Tour. Das heißt, der ganze Sound und auch Licht... Das da drüben wird Licht sein, oder? Ja. Und das ist Sound. Das ist das, was von der Bühne da rauskommt. Wie nennt man jetzt diese Station? Wie sagt man da genau dazu? FOH, Front of House. Also Front of House, FOH. Ja. Und deinem Dialekt abzunehmen, bist du aus der Berliner Ecke, ne? Das nee, kannst du nicht streiten, nicht ganz? Thüringen, okay. Und wie lange machst du das schon? 18 Jahre. Oh ja, Wahnsinn. Und was für eine Software benutzt du da? Oder ist es nur ein Tool, um die Frequenzen besser einzustellen, so eine Art Equalizer? Ja, so in die Richtung geht das, quasi um die Hausanlage nochmal anzupassen. Aha. Und wie heißt die Software? Smart? Smart, ja. Also so Fab-Filters oder sowas benutzt du gar nicht, aber sagt dir was wahrscheinlich, ne? Ja, wir gehen eigentlich mit phasentreuen Equalizern ran. Okay, also hochwertige Programme. Ja, das hier oben ist das zum Beispiel gerade. Aha, das nennt sich? Das ist der Lay-Controller. Lay-Controller. Interessant. Ja, wirklich interessant, das auch mal hier Backstage so richtig zu sehen. Und, was sagst du? Lieber lauter Knöpfe. Lauter Knöpfe. Danke dir, lieber Kuno, danke. 40 years total eclipse of the heart. 40 years. Ja, und du musst dir vorstellen, vor 14 Jahren bin ich dazu gekommen mit dem Album Rocks and Honey. Ne? Ja. Wahnsinn. So verbindet das Ganze. Okay, also, weiter geht's. Und so sehen ca. 2000 Sitzplätze von hier oben aus. Echt coole Geschichte. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Weißt du noch, was 3xA heißt, liebe Linda? Access to all areas. Genau, du hast das gleiche. Access all areas. Andere Welt. Habe ich dich mal zu meiner Arbeit mitgenommen, ne? Hättest du nicht gedacht. Das erste Mal, wo du eigentlich dabei bist. Ich meine, du kennst Bonnie ja schon als Kind, ne? Seitdem du eigentlich denken kannst, habe ich schon viel mit ihr gemacht. Mhm. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt bist du 21, nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen. Jetzt check ich ein bisschen mehr. Genau. Wir haben den Backstage-Bereich jetzt mal verlassen. Ich will euch nur mal kurz zeigen, wie es hier schon aussieht. 1800 Tickets sind auf jeden Fall verkauft. Und ja, wir werden uns jetzt selber an der Abendkasse mit unserem Super All Access Areas Ticket eben ein Sitzplatzticket besorgen, damit wir auch in den Saal rein können, um mal von vor der Bühne eben zu filmen und auch das Konzert eben da einfach mal kurz ein bisschen mitzuschneiden.
Also, wir haben tatsächlich hier in der 10. Reihe einen super Spot, genau in der Mitte. Besser kann es nicht sein. Ich drehe mal die Kamera rum, dass ihr das seht. 10. Reihe, 44, 45 und Platz 46. Ne? Und ihr habt ja vorhin schon gesehen, wie das hier ein bisschen leerer aussah. Und wir werden uns jetzt die Vorgruppe anschauen. Das genau. Wir haben Stefanie Hertel. Stefanie Hertel haben wir persönlich kennengelernt Backstage. War eine ganz liebe, nette. Also wenn du das Video mal siehst, Stefanie, bist eine tolle Frau. Ihr seht, der Saal füllt sich immer mehr. Und ganz interessant ist hier mal aus der Publikumreihe. Aber genau in der Mitte haben sie uns platziert. Ja? Top Spot. Und noch mal kurz ein Saal-Update. Bevor hier die Vorgruppe beginnt. Vielleicht habt ihr Lust, mal in unsere Musik reinzuhören oder vielleicht sogar eine CD auf Amazon zu bestellen. Das erste Album heißt Home, das zweite Album heißt Today und aus unserem zweiten Album wollen wir euch jetzt einen unserer Lieblingssongs spielen, nämlich Lonely With You. Also die Aftershow-Tickets, die sehen so aus, genau, nur dass ihr mal seht, natürlich dadurch, dass wir Access All Areas haben, sind die eigentlich für uns nicht wichtig, aber wir werden nachher 2-3 Leute glücklich machen und die durch diese Karten mit uns Backstage nehmen. Ja, ja, it's almost full. So, die Band baut jetzt auf, Matt Pryor an der Gitarre. Alex am Schlagzeug. Naja, sieht man jetzt ganz schlecht, aber das wird noch besser werden. Stuart, du sprichst auch Deutsch, ne? Ja, natürlich. Und weißt du, was mein Lieblingswort ist? Ja. Klumpet. Und verrat mal meiner Fanbase, wer du bist. My name is Stuart Freeman. Ich arbeite für Radiosender FM4. Das auch noch. Und wir kennen uns auch schon eine Weile, ne? Und eine Weile, did you say? Yeah, we know each other for a while already. Lange Zeit. Lange Zeit. 10 Jahre wahrscheinlich. Ja, oder? Genau. Und du warst, was, 22? 25, genau, oder? Genau. Oh. Also, wir grüßen alle Plutonium Performance Fans und alle FM4-Hörer Fans. Dankeschön. Und schaltet bei FM4 ein, wenn Stuart Freeman on air ist. Montag bis Freitag, 6 bis 10 in the früh. Genau. Und wir warten jetzt auf Bonnie und werden mal schauen, was die gute Frau heute auf der Bühne bringt. Ja? Ja. Jawohl. Genau. Okay. Tschüss. Viel Spaß mit der Show. Tschüss. Ciao. Bonnie Tyler. When I was in Woodstock in America. They're supporting this tour all the way through and they're really great, aren't they? Did you enjoy? Yeah! Very good. Okay, well. Over the years, we've worked with some incredible people and we were so lucky to tour with one of the Bee Gees, you know. I'll tell you,
It was, he wrote this fantastic song, didn't he? Yeah, and it's called To Love Somebody. Robin Gibb, yeah. What a lovely, lovely man. God bless him. Okay, and this is one that I know you like to sing along with, so feel free. COVID-19 came and we were all locked up in our houses. Well, just before that happened, I had just finished an album and it was called The Best Is Yet To Come. So, and this is the title track from it. And I'm working with David Mackay again now. He produced my earlier songs like Lost in France and It's a Heartache. And I'm back with him and he produced this song. It's called The Best Is Yet To Come. We're going back to the 70s now. And another Ronnie Scott and Steve Wolf song that they wrote for me. And I was so lucky that this became my very first hit record in America. And I did, you know, with them and then again with Jim Steinman years later. But here it is. Do you remember? It's a nothing but a during my career, you know. I have worked bloody hard as well, I can tell you. But you know when you love something, it's not work. Working with these guys is so much fun anyway. It's just great, you know. But, you know, it's been a long career. And I've often been asked during this long career of mine to write a book. I said, no, no way, never, never, never. And they kept asking me, no, 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 no. In the end, last year, I gave in. And I thought, okay, I'm 72 now. If I don't write a book, anyway, if I don't write the book, somebody else will write it and it'll be all wrong because nobody knows my life. Nobody knows my wonderful family, you know. So I thought, okay, it's time to write the book. So it came out a couple of weeks ago and it's called Straight From The Heart, which is the title of a song that Bryan Adams wrote.
and I recorded as well. And it's all about my life growing up as a young kid in Wales, and then how I started singing. You know, how I became where we are now, you know. And we're still doing it. We're still doing it. But it's all about that. So if you're interested, it's called Straight From The Heart. And this is Straight From The Heart. Decisions of my whole life in 1981 when I decided I wanted to work with Jim Steinman from, he produced everything from Meatloaf's Bat Out of Hell, you know, and I loved that album, and when I saw him on the old Grey Whistle test, I thought, this is it, this is it, this is what I want to do. So anyway, I was just signed to a new record company, CBS, right? So I go in to the first meeting with the top A&R guy, artist relations guy. And he said to me, okay, Donnie, we've got you signed for 5 years. Who would you love to work with? I said, whoever writes and produces Meatloaf. And he went, crazy? Are you crazy? He's never gonna do it. I said, what do you mean? You're asking me who I wanna work with, I'm telling you I wanna work with him. So the least you can do is at least ask him. So they did ask him, and he was a little bit, what? Why would Bonnie Tyler wanna work with me? He only knew one hit record in America, and that was It's a Heartache. But he was so intrigued that 3 weeks later, he called for me to go to New York to meet him. And the rest is history. The next song is Total Eclipse. Track of the album that went to number one in America for 4 weeks. Woo! And went to number one in the UK for 3 weeks. Woo! Faster than the speed of light. But you know, like, I was so inspired by her when I was a young girl, you know.
I used to buy all her records and play them in my bedroom and sing with a hairbrush. I didn't have a microphone then, you know. Karaoke wasn't around then, you know, and I used to sing Tina Turner songs in my bedroom. When I finally met her, it was like awesome, you know. But then we had the terrible news this year to say that she passed away. I was totally devastated, as were we all, I know. But I want to sing this song. I originally recorded it 2 years before Tina Turner, but she, with her incredible voice, made it into a her biggest hit record ever. Simply the best. Thank you. Peter. Extraordinary, awesome drummer. Yeah, Alex. And our amazing award-winning keyboard player. He used to play with the Scorpions years ago, and this is John. Together, and he is a fabulous, fabulous guy. Ed Poole. Just a couple of more things, because you know, I believe that when you have a great night, like we have all these great nights on stage, we're only as good as the team that we have backstage as well as out front, you know. And, you know, first of all, Volker Purgle on the monitors. Thank you, Volker. And our backline guy here, the guitar tech and drum tech and everything else tech. Chris Sauer, thank you, Chris. And outside on the sound, fabulous sound engineer, always perfect. Spike Jones, thank you, darling. Thank you. And our awesome lighting engineer, oh my God, he's fabulous. And his name is Mark Scrimshaw. Thank you, Mark. Just two more. You know, like I said earlier on, you know, my career is such a long one. And I've been working with this guy, Matt Davis. He is my tour manager. Can I say hello, Matt? Which way are you? Matt? Thank you. And this year, my husband and I, we've been married for 50 years. So. Thank you.
Do you like the blues? This is an old Janis Joplin song. And it goes like this. Sweating, Alex. But hey, excellent show, perfect. Thank you so much for goosebumps. Yeah. Pleasure. Thank you. So this is Matt Prayer and my daughter Linda. And Matt, your guitar playing tonight. Goosebumps. Goosebumps all over. And he gave you some painkillers, right? Yeah. And Eddie Boy, the bass. Und jetzt dürfen ein paar Fans backstage kommen und Bonnie begrüßen. My God! Hello! How are you? Why didn't you come in earlier? Because you were busy. I'm fine. Ah, you're stuck on the boat. Ding, 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 ding. Exactly. Nice to meet you. You want the two lovebirds. Lovely to see you. Did you like the show? Hey. What do you think of the show? Yeah, I danced all the time. I was sitting in the middle in row 10. Yeah. And it was a fantastic view. Yay! It was a great show. It was a great show. I feel it. Yeah. Look at her. What a beautiful girl you are. Yeah, unbelievable. So, meine Lieben, das war's. War eine anstrengende Nacht. Wir haben jetzt schon spät, Mitternacht. Wir haben unseren Spaß gehabt. Ich habe natürlich ja Backstage nicht so viel filmen wollen und können. Das Notwendigste habe ich gemacht, damit ihr auch mal ein bisschen seht, wie das hier abgeht und wie auch die Verbindung ist. Ich hoffe, ihr habt auch mit diesem Video Spaß gehabt. In diesem Sinne, Linda sagt Tschüss. Die wird nicht so oft in den Videos dabei sein. Ja, Gaynor? Hä? I come in a second. May I? Bye-bye. Schöne Blumen hast du noch gekriegt. Also, ciao, Papa. Ciao, tschüss, ciao.